Und damit heiße ich euch willkommen zurück zur zweiten heutigen Folge von Let's Play der Herr der Ringe Online. Ich muss mich leider entschuldigen für die vorige Folge, weil ich komplett nicht hörbar war. Ich habe auch gesehen, woran es lag. Jetzt sollte ich wieder hörbar sein. Eigentlich ist die Folge sehr gut gelaufen. Wir haben viel geschafft mit Bodo. Wir haben in der Bibliothek das Kochbuch und das Rezept gefunden für Adler und Kind und für den Hobbit wegen dem Abenteuer ruft. Wir haben Bärenpelze gesammelt, wir haben Wildschweine getötet und Spitzmäuse, haben auch für den Bauern, der den Gründungserlass hat, von 3 Aufgaben 2 erledigt. Aber ich war halt dauerhaft nicht hörbar. Also jetzt sollte es wieder gehen. Und ja, ich mache jetzt vor allem deswegen von jedem Projekt 2 Folgen, weil, naja, es halt vorher nicht so wirklich geklappt hat. Mass Effect und Gravitas, die zweite Folge, ist auch bereits auf YouTube. So, jetzt als nächstes werde ich die Rippchen bringen zu der Frau Stolzfuß, zu der Enkelin vom Adelard, wegen dem Geist. Wir haben jetzt natürlich hier kein Hobbit-Geschenk, weil wir haben das vorher gemacht. Und die müsste ja eigentlich direkt hier sein. Genau, da ist sie. Und nein, Briefträger-Tuck. Den wollte ich gar nicht. Ich will das hier im Fokus haben. Die war doch hier in der Nähe irgendwo, wenn so schon wieder die Folge losgeht. Genau, der Hafer, den Sally so gerne mag. Das war wahrscheinlich für den anderen. Wo ist Sally eigentlich? Das wird schon einfach ziemlich cool. Die haben wir beim letzten Mal beschützt vor Gefahren. Ihr seht schon, es geht schon wieder super los hier. Ja, okay, dann, da wir die gerade nicht finden, was machen wir dann? Gasthaus müssen wir zurück. Kuchen müssen wir nach Wasserau dafür. Das wäre unten. Okay, dann wähle ich jetzt kurz das an. Ach, jetzt sieht man die Rippchen, war ja klar. Dann machen wir doch erst die Rippchen. Dann wähle ich jetzt kurz das an, weil da unten war noch ein anderer Auftrag wegen den Honigbären. Den haben wir beim letzten Mal leider verkackt. Aber zumindest hatten wir dann die ganzen Bären getötet schon mal. So, aber erstmal geben wir jetzt hier die leckeren Rippchen ab. Man sieht die hier auch. Stücke von Kyler-Rippchen. Yam, yam, yam. Gewissermaßen. Was für ein furchtbarer Tag. Sehr schön, ihr habt die Rippchen. Lasst sie mich zubereiten. Hier bitte. Ich wünsche Onkel Adelard einen guten Appetit. Aber wenn er zu viele davon isst, muss er wahrscheinlich seinen Gürtel etwas weiter schnallen. Ja, wir wissen ja, dass das für den Geist ist. Für den alten Tuck. Aber der Adler hat gebeten, das wisst ihr nicht sagen. Um Panik zu vermeiden. Würzige kalte Rippchen gesammelt. Die müssen wir jetzt zurückbringen. Aber jetzt zuerst machen wir... Nehme ich das in den Fokus rein. Ich will nicht das direkt machen, weil das ist ja der Auftrag für die Gefährtengruppe. Ich will nur in die... Hier ist die alte Weide. Okay, eigentlich können wir es deaktivieren. Ich will nur hier hin wegen den Honigbienen. Die Honigbienen würde ich nämlich gerne... Die große Weide. Würde ich gerne nochmal... die Honigbären. Würde ich nämlich gerne nochmal versuchen. Der war irgendwo hier. Hier haben wir beim letzten Mal auch Steine gesammelt, unter anderem für den nicht ganz so netten Bauern. Der Hobbit ist irgendwie ein bisschen doof, weil er immer alles auf den tollen Gründungserlass schiebt und uns nicht wirklich gedankt hat. So, hier ist er. Der Polo Stolzfuß. Beim letzten Mal hat er leider gegen die Bären nicht durchgehalten. Wir müssen diesmal schauen, was wir besser machen. Oh bitte, hört mich doch wenigstens an. Ja, wir haben das schon gelesen. Wir nehmen das gleich an. Da kommt der erste Bär. Die erste wilde Bestie. Wir müssen die halt möglichst schnell versuchen zu töten. Okay, das sind die ersten drei tot und...
Er hat noch nicht viel Leben verloren. Leichte Fälle, zerrissene Fälle. Die leichten Fälle müssen wir leider aufgeben. Weil die Bären sind immer noch hungrig. Das sind echt riesige Viecher. Na komm, wähl das an. So, sehr schön. Diesmal sollten wir es schaffen. Ja, die Bären wurden vertrieben. Hurra, ihr habt die Bären besiegt. Sehr schön. Leichte Fälle, zerrissene Fälle, leichte Fälle nehmen wir mit. Wir müssen brauchen unbedingt einen Händler. Aber das war jetzt, ich habe jetzt gerade wenig geredet. Ich musste mich da jetzt echt konzentrieren. Das war nicht so easy. Meine Güte, was wollt ihr? Ha, das war ein herrliches Spektakel. Das mit den Bären habt ihr richtig gut gemacht. Und ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ja, das war gar nicht so easy. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir einmal verloren. Und da ist er dann weggerannt. Geschenktes Martium kriegen wir auf jeden Fall. Und wir können wählen zwischen Eier und Zwiebeln und zwischen einem edlen Dolch. Eier und Zwiebeln bringen uns Macht. Also mehr Leben. Einfach warmes Frühstück aus Eiern und Zwiebeln. Ich glaube, ich nehme den Dolch. Wir haben eh noch Wegzehrungen. Und der Dolch ist um einiges stärker als die beiden anderen Dolche. Ja, ich nehme den Dolch. Nach nicht genug Platz, das war so klar. Okay, dann zerstöre ich... Wir haben doch einen Platz. Wir haben doch einen Platz. Oh, bitte. Ach, wegen dem geschenkten Martom, ne? Okay, dann zerstöre ich Felle. Alle. Alles. Ja, wir wollen sie zerstören. Wir brauchen echt einen Händler. Meine Jetzt Güte, was wollt ihr? Edler Dolch, zack, oh, beenden. Bitte, hört mich doch wenigstens an. Aber wir sind noch nicht fertig. Eine Salbe gegen Stiche. Aufgabenstufe 10. Apropos, wir hatten beim letzten Mal ein Level-Up. Es tut mir leid, aber ich habe noch ein Problem mit meinen Bienen. Ihr habt den einen Bienenstock gerettet, aber die Königinnen der anderen Stöcke wurden von den Bären getötet. Und ich brauche neue Königinnen. Aber es ist nicht so einfach. Zum einen befinden sich die wilden Bienenstöcke in den Wäldern im Süden, genau da, wo die ganzen Bären leben. Zum anderen, und darum sollten wir uns zuerst kümmern, mögen es wilde Bienen nicht so gerne, wenn man möchte, dass sie umziehen. Also müsst ihr dafür sorgen, dass ihr vor ihren Stichen geschützt seid. Mütterchen Boffin drüben in Oberbühl hat eine Salbe, die euch vor den Stichen schützen kann. Geht und besorgt sie euch von ihr. Oberbühl befindet sich fast direkt nördlich von hier, auf der anderen Seite von Hobbingen. Es ist also nicht ganz so nah... Behalte dich mit der Rückkehr. Ich brauche diese Königin. Na toll, eine Salbe gegen Stiche. Das machen wir aber jetzt nicht sofort. Das machen wir dann, wenn wir nach Hobbingen gehen. Das heißt, das wähle ich erstmal ab. Und dann gucken wir jetzt hier kurz auf J. Weil wir haben einen neuen Punkt zu verteilen. Was wählen wir denn? Wir könnten natürlich wieder den Fernkampfschaden erhöhen oder den Fernkampfschaden... den Schaden durch Fertigkeiten erhöhen. Ich nehme mal meinen Fernkampfschaden. Anwenden. Ja. Und ja, dann bringen wir jetzt erstmal die Keilerrippchen zurück, würde ich sagen. Das war jetzt ein ziemlich harter Kampf gegen die Bären. Ach, und den Dolch rüsten wir noch aus. Auf C. Edler Dolch. Ich würde den gerne statt angelaufen durchnehmen. Die sind zwar gleich stark, aber angelaufen klingt halt irgendwie blöder als geschliffen. Das ist der zweite. So, sehr schön. Jetzt haben wir Edler Dolch und geschliffen Dolch ausgerüstet. Cool. Ja, die Bären, die sind nicht ohne. Die sind ziemlich groß und ich meine, die Pelze waren zwar im letzten Part nicht so schwer. Aber ihr habt ja gerade gesehen, der Kampf gerade eben auch beim zweiten Mal war... Der andere Hobbit zu Hälfte tot. Also so easy war das gerade nicht. Und diesmal haben wir die Bären um einige schneller getötet. Als beim letzten Mal. So wahnsinnig easy war das jetzt gerade nicht. So. Jetzt bin ich aber gespannt, was es mit dem Geist auf sich hat. Angeblich mag er ja vielleicht die Rippchen. Deswegen haben wir die Rippchen ja geholt. Wir werden es ja gleich erleben. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass jetzt der Stimme wieder geht. Normalerweise sollte sie gehen, aber es hat mich vorher richtig aufgeregt. Das merkt man schon. So, Adela Tuck. Es tut mir leid.
Ich war im Gedanken ganz woanders. Ah, gut, ihr habt die Rippchen und sie riechen einfach köstlich. Edelina ist eine wirklich talentierte Köchin, findet ihr nicht? Nun, ich werde sie in die Bibliothek stellen und hoffentlich wird sich der Geist des alten Tuxaich beruhigen lassen. Dann habe ich endlich meinen Frieden wieder. Wir werden sehen, die Pelze haben nicht wirklich was gebracht, außer uns Erfahrung und Gold. Jetzt beenden. Diese würzigen Rippchen riechen einfach köstlich, er geht rein. Kommt er wieder raus, oder? Er kommt wieder raus, oje, oje. Die Rippchen haben nichts gebracht, hm? Das dachte ich mir schon fast. Auch wenn es euch sicher lästig ist, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Sprecht mit Wächter Brombart Fuchsschwanz. Der Geist spukt immer noch um meine Bibliothek herum. Wann wird er mich endlich in Ruhe lassen? Das hat alles begonnen, als ich hier ein bisschen aufgeräumt und einige Dinge ins Martum ausgeschickt habe. Und dann... Ich bin auf einen alten Feuerwerkskörper vom letzten Sonnenwendfest des alten Tux gestoßen. Wisst ihr, Gandalf war ein guter Freund von ihm. Und Gandalf brachte immer die schönsten aller Feuerwerkskörper mit. Vielleicht habe ich den Geist des alten Tux verärgert, als ich den Feuerwerkskörper an das Martum ausgeschickt habe. Kann sein, dass er sehen will, wie das Feuerwerk brennt. Wenn wir den Feuerwerkskörper zurückholen und zünden könnten, dann besänftigt das vielleicht seinen Geist. Würdet ihr bitte mit Wächter Brombart Fuchsschwanz im Michelbinge sprechen und ihn darum bitten? Das Martumhaus liegt auf einem Hügel, ja, nordwestlich des Zentrum Michelbinges. Sobald wir die Feuerwerkskörper in der Hand halten, feuern wir sie auf der Michelbühne in Wasser ab. Cool, dass hier Gandalf erwähnt wird übrigens. Finde ich ganz nett. Ja, ja, der alte Tuck, ne? Das war ja Bilbos, ich glaube, Ur-Urgroßvater oder so. Auf jeden Fall mit ihm verwandt. Verwendung von Gegenständen. Aufgaben können es erfordern, dass ihr ein Gegenstand aus eurem Inventar unter bestimmten Bedingungen verwendet, etwa an einem bestimmten Ort. Die Aufgaben will sich durch sagen, wann ihr an der richtigen Stelle seid. Dafür müssen wir aber nach Michelbinge zurück, das heißt, das machen wir auch nicht sofort. Was ist denn jetzt hier noch Also hier ist Michelbinge, das ist Wasserau, das ist hier, machen wir aber nicht sofort, weil es Dings ist, weil es eine Gefährtengruppe braucht, Nadelhohl. Ja, das könnten wir machen, da müssen wir best den Eierkorb holen, den haben wir beim letzten Mal nicht gefunden. Gerebert habe ich noch aktiviert, der ist noch in der Nähe. Letzte Feuerwerkskörper ist Michelbinge, ein Sack Futter ist Hobbingen. Geschenk für den Norden ist Gefährtengruppe, Salbe gegen Stiche ist Oberbühl. Bre, Mittagessen meines Enkels ist Scharen. Michelbinge, das ist wieder Hobbingen und das ist Wasserau. Okay, dann ist jetzt hier wirklich nur noch die Aufgabe zu tun, die wir dort haben. Die machen wir doch gleich mal. Ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Wollte eigentlich hier rausgehen. So, dann suchen wir jetzt den einen Hobbit, der sich eine Mahlzeit entgehen lässt, der Gerebert. Ein Tuck, einer der abenteuerlustigen Sorte wahrscheinlich. Und dann würde ich erst sagen, gehen wir nach Michelbinge zurück, weil da in der Nähe war ja der Hof. Da in der Nähe war ja der Hof vom Sandsonne. Und dann wieder zurück hier nach Bockland. War doch jetzt Bockland, oder? Buckelstadt meine ich. Dann zurück nach Buckelstadt und dann ganz am Ende nach Hobbingen. Wasserau müsste auch im Weg liegen. Das ist der Plan. So, hier soll Gerberts Haus sein. Es hieß ja, wir können reingehen zur Not. Würde ihn nicht stören. Hier ist ein Wolf, den wollen wir töten. Aber erstmal konzentrieren wir uns, verbinden uns mit dem Chi des Bogens. Der kommt gar nicht an uns ran. Der kam jetzt gar nicht an uns ran, zerrissenes Fell nehmen wir mit. Und dann betreten wir Gerebetuks Haus. Wir müssen die Aufgabe erhalten haben, haben wir aber. Ist kein Problem. Gucken wir mal, ob der Hobbit zu Hause ist. Oder zumindest ein Brief oder sowas wäre natürlich schön. Untersuch Gerebertuks Haus. Aasfressende Ratte. Was tun denn die Ratten hier?
Euch mag ich ja gar nicht. So, alle tot. Kleine Klauen, matte Tierhaut, verbogene Klauen, zerrissene Tierhaut. Wir können gar nichts mitnehmen. Ja, wir müssen es leider zerstören. Wir brauchen echt einen Händler. Also, hier ist alles durcheinander geworfen. Dunkel und Ratten sind hier drin. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Weil hier sind noch mehr. Wir sehen es ja auf der Karte. Und Spinnweben. Das ist ja mal total toll. Concentrate. Unseren Tab von Hobbit wirst du nicht besiegen, Ratte. Denn wir sind der Mega-Hobbit. So, tot. Wir können wahrscheinlich auch hier nichts mitnehmen. Nein, das ist so scheiße. Uns gehen Sachen durch die Lappen. Ja, Kisten, Bücher, alles hier. Und noch mehr Gegner. Wo ist denn der Gerebert? Vielleicht wurde er gefressen. Oh, das sind so viele Ratten hier. Was tun denn die ganzen Ratten hier? Verpisst euch doch bitte. Ich meine, uns können die nicht wirklich was anhaben. Aber es sind verdammt viele. Ihr habt Gereberts Tagebuch entdeckt. Okay. Er ist also nicht hier, aber wir wissen, können zumindest erfahren, was passiert ist. Gereberts Tagebuch. Ein Brief. Das sollen wir zu Estelia Tuk bringen. Wenn wir es mitnehmen können. Ja, können wir. Inventar, Überschussbereich. Euer Bündel quillt über. Wenn euer Inventar voll ist, können die meisten Gegenstände nicht aufgenommen werden. Ja, das ist mir bereits aufgefallen. Doch werden gewisse spezielle Gegenstände im Überschussbereich abgelegt und bleiben dort, bis ihr eurem Inventar Platz für sie schafft. Obwohl sie unendlich lange im Überschussbereich bleiben können, bis ihr Platz für sie geschaffen habt, könnt ihr sie nicht einsetzen, bis sie in eurem eigentlichen Inventar sind. Also Questgegenstände kann man anscheinend immer mitnehmen, egal ob voll oder nicht. Aber man kann sie nicht einsetzen, bis es voll ist. Inventarüberschussbereich. Okay. Ja, weiß ich. Hier sind schon wieder Ratten. Ah, sind wir heute Kammerjäger schon? Bah, hinter uns sind auch wieder welche aufgeploppt. Ach, ich laufe jetzt einfach raus. Ich wage jetzt nicht kämpfen, ich laufe einfach raus. Raus aus diesem Haus hier. Ja, ich wollte jetzt nicht kämpfen, weil wir hätten die Sachen eh nicht mitnehmen können. Das ist eine Spitzmaus. Wir haben das Tagebuch zumindest gefunden. Können wir es dann lesen? Zerrissene Felle. Ach, wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir ja keinen Platz haben. Wir haben das Tagebuch zumindest gefunden. Wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend einen Händler. Ich weiß schon, die Sammlungen von der Martongesellschaft, da waren unter anderem verbogene Clown zum Beispiel dabei. Aber wir haben einfach den Platz nicht im Inventar. Da ist eine Spitzmaus, die ist mir gerade wurscht. Ich gehe jetzt schnell zu ihr zurück. Ich glaube, in der Nähe gab es einen Händler. So, wir sind ja hier jetzt schon da. Ich hoffe, hier gibt es einen Händler, sonst haben wir echt ein Problem. Ja, hier, Krämer. Sie ist ja ein Krämer, stimmt. Ja, ich will erst den Laden durchstöbern. Ich lungere überhaupt nicht rum, vielen Dank. Ja, wir tun erstmal reparieren. Und dann verkaufen. Zerrissene Felle. Verkaufen wir, matte Tierhaut verkaufen wir, angelaufener Dolch, matte Felle. Was können wir noch verkaufen? Zerrissene Tierhäute.
kleiner Haufen Silberreste, das war das Hobbit-Geschenk von heute. Jetzt haben wir bestimmt wieder Goldüberschuss. Das war's. Geschenktes Martin können wir nicht verkaufen. Na, ja, Gold oder Obergrenze, das war klar. Jetzt der Brief hier drin, Gerebes Tagebuch. Das lesen wir kurz. Wie immer gut. Montag. Heute hat Peregrin mich dazu herausgefordert, mich in einem von Longolochners Wagen zu verstecken. Und zwar in denen, die das Auenland Richtung Osten verlassen. Er glaubt nicht, dass ich mich traue, aber ich werde es ihm schon zeigen. Peregrin Tukwar, ein sehr bekannter Hobbit. Also er hat sich in einen Wagen gelegt und ist dann wohl aus dem Auenland rausgebrettert. Deswegen ist sein Haus dann übernommen worden. Okay, Longolochners Hof haben wir beim letzten Mal gehört. So, sortieren. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz, aber trotzdem müssen wir wieder schauen, dass wir Sachen loswerden. Haltung, Stärke, Schnelligkeit, Veteranenstärke. Was können wir denn? Wir könnten natürlich nochmal eine Mahlzeit zu uns nehmen. Zum Beispiel die gebratenen Pilze, dann wären die weg. Ich glaube, die nehme ich dann gleich. Wir haben einfach viel zu viel Zeug, das ist so krass. Ich fürchte, den Rest müssen wir behalten fürs Erste. Stufe 15 sind wir ja noch nicht, dann können wir das Geschenk auch noch nicht benutzen. Wir könnten übrigens die Federkappe der Grenze noch verkaufen, die würde ich aber gerne behalten. Und die Beschleuniger von Bezwingertaten würde ich auch gerne fürs Erste behalten. Angriffsschaden haben wir schon, oder? Haben wir schon, Veteranen. Laufgeschwindigkeit haben wir auch noch drin. Ja, wir haben alles drin. Gut, dann esse ich jetzt die Pilze. Dann sind die nämlich weg. Und wir haben hier noch einen Platz im Inventar mehr. So, jetzt geben wir das Tagebuch. Wie unhöflich. Gereberts Haus war leer. Naja, was heißt leer? Da waren eine Menge Ratten drin. Hier, lasst mich einmal das Tagebuch sehen. Ich bin sicher, dass es ihm sehr peinlich wäre, wenn er wüsste, dass ich sein Tagebuch lese. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wohin er gegangen ist. Ja, offensichtlich aus dem Auenland raus, wahrscheinlich nach Richtung Bre oder so. Hey ihr, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Sprecht mit Longolochner. Oh je, es sieht so aus, als würde Gerebert in der Klemme sitzen. Seinem letzten Eintrag im Tagebuch kann man entnehmen, dass unser närrischer Vetter Pippin. Ja, das war eindeutig Pippin. Ihn zu einer Mutprobe angestachelt hat und er sich auf einem von Longolochners Wagen verstecken sollte, die nach Osten unterwegs sind. Das Seltsame ist, dass der Eintrag schon etwas älter ist. Pippin ist in Hobbingen unterwegs und Longos Hof ist gar nicht so weit weg. Vielleicht spricht er am besten mit Longo und fragt ihn, ob er Gerebert gesehen hat. Longos Hof liegt an der Straße nach Stock, östlich von Buckelstadt. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sorgen mache ich mir um den armen Gerebert. Ach, Pippin ist cool. Das war also Mutprobe, weiß ich nicht. Ja, das machen wir aber nicht jetzt. Longos Kräuterwagen. Goldobergrenze erhöhen, ja. Wir müssen mal wieder Sachen kaufen, ne? Deswegen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Michelbinge zurück. Dann wähle ich jetzt nochmal erstmal ein, das mit den Eifern mit welchen Stollen. Und hoffe, dass er diesmal das Richtige anzeigt. Wir können natürlich auch jetzt einen Briefträger Tuk hier ansprechen, da würden wir dann nach Hobbingen gehen, aber ich würde gerne erst... Ich habe dich weggeklickt. Ja, das Problem ist, das zeigt halt nur das andere an. Okay. Also das Gastradler und Kind war das. Dann, was war das noch? Das Abenteuer ruft. War das, ich glaube, das war's, oder? Weil du bist für den Wasser, du bist für Wasserau, du bist die andere Quest, Nadelhohl. Straße nach Waldhof, östlich von Buckelstadt. Der letzte Feuerwerkskörper war ja, der ist noch für Michelbinge. Ein Sack Futter, Hobbingen, Geschenk für den Norden,
Brehe, Mittagessen meines Enkels war in Scharen. Miklos Standpunkt war auch Hobbing und ein Fisch, zwei Fische waren ins Wasser auch. Gut. Dann gehen wir als erstes jetzt das Rezept an, würde ich sagen. Welche Richtung müssen wir denn? Die Richtung hier. Und dann auf zurück nach Michelbinge. Jetzt gucke ich nur kurz, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben noch 4 Minuten. Wir könnten Michelbinge noch erreichen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja, kacke, dass wir jetzt ein paar Sachen nicht mitnehmen konnten. Jetzt haben wir halt wieder zu viel Gold. Müsste eigentlich wieder was verkaufen. Die bayerischen Zweige nehme ich jetzt nicht. Aber naja. Weißen Spitzmaus ist mir egal. Spitzmaus ist mir egal. Nur Wölfe. Wer für die Bären haben wir auch nichts bekommen. Die habe ich nur wegen den Fellen gejagt. Und die Keile habe ich ja nur wegen den leckeren Rippchen gejagt. Wir sind wieder in den Bingenfeldern unterwegs und laufen mal voll durchs Gemüse. Aber der Stadtbewohner sagt ja nichts, also darf ich das bestimmt. Hier sind übrigens wieder lauter Hühner. Das erinnert mich an unsere Zeit als Huhn. Damals war das Leben noch leicht, ne? Nicht mal. Hier sehe ich doch einen Briefkasten, oder? Briefträger 2 Fuß. Ach ja. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Da ist auch gerade ein anderer Spieler vorbeigeritten. Handeln, größere tapfere Tüchtigkeit und größere tapfere Ring der Penetration. Klingt ja auch gar nicht irgendwie zweideutig mit dem tapferen Ring der Penetration. Auch interessant, mit was so die Leute hier handeln. Aber naja. Die Kupfermünzen wurden in den Währungsüberschussbereich verschoben. Also gibt es anscheinend auch für Münzen einen Überschussbereich. Dann geht zumindest kein Geld und keine wichtigen Gegenstände verloren. Das finde ich ja schon ganz cool gemacht vom Spiel. Wir sind auf jeden Fall wieder in Michelbinge. Das finde ich wirklich cool vom Spiel. Gehen keine Sachen verloren. Es gibt doch nichts Schöneres als ein kühles Bierchen und ein leckeres Mahl. Ja, das sehe ich auch so. Ein kühles Bierchen geht eigentlich immer. Ja, ich habe Michelbinge. Ein guter Bauer hält seine Geräte und Schuss. Das machen wir ja. Ich habe Michelbinge ein bisschen vermisst, muss ich zugeben. Weil die Leute in Buckelstadt fanden gerade den vom letzten Part, für den wir jetzt noch den Futtersack holen müssen, für die Sally, fand ich ein bisschen unhöflich. Und so. So, hier müsste das Gasthaus irgendwo sein. Irgendwo, sagte er und fand es nicht. Naja, ich sehe hier einen Questgeber. Ah, hier, Gasthaus Adler und Kind. Haben wir noch Zeit? Wahrscheinlich nicht mehr. Nein, aber ich gehe noch rein. Wir gehen noch rein, aber danach müssen wir aufhören. Dann sind wir aber zumindest schon mal im Gasthaus und können uns beim nächsten Part einen Ladevorgang ersparen. Hier ist auch immer noch der Hobbymeister, wo wir damals Angeln gelernt haben. Das Angeln haben wir ja noch nie gemacht. Könnten wir eigentlich mal machen, wenn wir mal ein kleines Flüsschen sehen oder ein Gewässer. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Für heute melden wir uns ab. Mehr als 2 Folgen von dem Projekt werden es wohl nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Stimme war wieder online. Weil, wie gesagt, es hat mich vorher wirklich angekotzt, dass die nicht da war. Und immerhin, wir haben ja jetzt auch wieder einiges gemacht. Also zumindest die Bären haben wir geschafft und bei einer Quest ein bisschen weitergemacht. Und ja, sind jetzt wieder zurück nach Michelbinge, wo ja jetzt einiges zu tun ist. Ich hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen, wenn wir dann 4 Parts haben wegen Black Swazi, weil morgen ja Freitag ist. Bis dahin, Freunde.
gehabt euch wohl.